Hallo Kameradinnen und Kameraden, willkommen zu einem neuen Video hier auf Ritterpedia. Im heutigen Video geht es um den zweiten Teil der Einsatzstellenhygiene, heute um die Dekontamination nach dem Brandeinsatz, speziell um die Reinigung der Haut. Dafür habe ich mir einen Experten geholt, den Feuerwehrmann und Chemiker Dr. Jonas Schubert. Hallo Jonas. Hallo Alex. Was ist denn überhaupt das Problem bei Brandeinsätzen? Das Problem bei Brandeinsätzen ist, dass der Brandrauch krebserregend ist und diesen nehmen wir über die Haut in den Körper auf und das führt dazu, dass Feuerwehrleute ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Und ist das denn so ein großes Problem in der heutigen Zeit? Weil wir haben ja eigentlich schon relativ hohe Standards, auch was die Schutzkleidung angeht. Kommt da denn noch so viel durch an den Brandrauch? Ja, die Schutzkleidung ist natürlich gut, aber gerade an den Übergangsstellen der Schutzkleidung, wie zum Beispiel von Handschuh zu Jacke, von Hose zu Jacke und um die Maske drumherum, dort sind die Stellen, die nicht komplett dicht sind und wo es zu einer Kontamination der Haut vom Brandrauch kommt. Also haben wir einmal das Problem an den Übergangsstellen, dass da einfach eine erhöhte Kontaminationsgefahr besteht, weil die Stoffe dort besser in die Haut kommen. Genau. Und bei Aufräumarbeiten, da haben wir auch kontaminierte Ausrüstung, Schläuche, die im Innenangriff waren, die haben natürlich auch die hochgiftigen Stoffe an sich, oder? Ja, genau. Also da sollte man auch darauf achten, dass auch während den Aufräumarbeiten Handschuhe getragen werden. Und das geht bis ins Gerätehaus. Auch dort, wenn man die kontaminierten Schläuche dann auspackt und wäscht, sollte man weiterhin dort Handschuhe tragen. Ja. Wie kann ich denn dann nach dem Brandeinsatz, wenn ich wieder rauskomme, diese Stellen vernünftig reinigen? Reicht da unser Hygieneboard mit Wasser und, ich sag mal, handelsüblicher Seife aus? Nee, Seife hat den Nachteil, dass Seife die Poren öffnet und dann die krebserregenden Stoffe, die PAK, sogar noch verstärkt durch die Haut aufgenommen werden. Und deshalb haben wir am Leibniz-Institut in Dresden ein Reinigungsgel entwickelt, was seifenfrei ist und diese PAK zu 96% von der Haut entfernen kann. PAK, was ist das? Die PAK, das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und die entstehen eben bei Verbrennung, insbesondere dann, wenn wenig Sauerstoff beim Brand da war, also bei unvollständiger Verbrennung. Es gibt ja auch Dekontücher auf dem Markt. Ist das denn auch ein Mittel, was effektiv ist zur Reinigung von diesen Stellen? Ja, diese Dekontücher haben das Problem, dass sie ebenfalls Penetrationsverstärker enthalten, die auch dazu führen, dass Stoffe verstärkt durch die Haut aufgenommen werden. Also sollte man wirklich darauf achten, dass man jetzt nicht handelsübliche Seife nutzt, dass man nicht solche Dekontücher nutzt, beziehungsweise muss man auf jeden Fall auf die Inhaltsstoffe achten? Genau. Und die Inhaltsstoffe, die problematisch sind, sind auf unserer Homepage auch dargestellt, sodass sich jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau informieren kann, ob in den bisher verwendeten Mitteln eben solche Penetrationsverstärker enthalten sind. Wie sollten wir uns nach dem Einsatz denn am besten waschen? Ja, wichtig ist, möglichst schnell zu duschen. Wenn es geht, noch an der Einsatzstelle. Ich weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass das nicht überall möglich ist. Ja. Und wo es nicht möglich ist, wo man erst im Gerätehaus oder sogar zu Hause duschen kann, ist es wichtig, an der Einsatzstelle eine Grobreinigung durchzuführen. Beim Duschen müsst ihr, so wie bei der Grobreinigung, beachten, dass man mit möglichst kaltem Wasser sich reinigen sollte, weil ab 32 Grad die Durchlässigkeit der Haut ebenfalls zunimmt. Dann öffnen sich die Poren und die Stoffe kommen besser rein. Genau. Ne? Okay. Und für diese Grobreinigung haben wir dann unser Hygieneboard mit den Pumpspendern hier, mit der speziellen Dekonseife, mit Wasser. Und da reinigen wir dann diese Stellen, die eine erhöhte Kontaminationsgefahr haben. Beim Reinigen der exponierten Hautstellen sollte man darauf achten, dass man diese erstmal anfeuchtet. Dafür gehe ich hier ans Hygieneboard, mache mir die Hände erstmal ein bisschen feucht. Dann trage ich Packex auf, vernünftig verreiben. Und abspülen. Und das machen wir bei allen exponierten Hautstellen so. Wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte sind, was man beachten sollte auf jeden Fall. Ja, gerne. Also wichtig ist, dass man möglichst schnell duscht, dabei möglichst kaltes Wasser verwendet, höchstens 32 Grad
und eben keine Seife, weil das die Poren öffnet, sondern eine spezielle Dekonseife, wie zum Beispiel unser Packex. Dann danke für deine Zeit. Und gerne. Wenn die Leute Fragen haben, können sie mir gerne schreiben, die werde ich dann weiterleiten. Ja, oder sie können mir auch direkt schreiben, meine E-Mail-Adresse packe ich auch mit unten in die Beschreibung. Perfekt.